Und damit ein herzliches Willkommen zu etwas Geilem, was ich nie jetzt in den nächsten 20, 40 Tagen gedacht hätte. Aber ich habe den HDMI-Splitter bekommen. Was bedeutet, Leute? Ich kann euch jetzt alle Games, die ich hier habe, locker flockig natürlich die hier jetzt nicht mehr. Assassin's Creed, Freedom's Cry doch, vielleicht das DLC noch. Allerdings erst, wenn ihr mir natürlich in dieses Infovideo geschrieben habt, was ihr denn als nächstes gerne sehen möchtet von der PS4. Neben dem, was hier so noch am Start ist. Hier seht ihr jetzt gerade, was ich so live habe, so hier gerade am Schlüssel habe. Syndicate noch ein bisschen, wobei, das habe ich gerade nicht mehr so im Gebrauch. Tiddler Syndicate. Bis ein andermal, würde ich da mal glatt behaupten. Ich kann Rocket League spielen. Ich bekomme hier auch ständig Anfragen von dir, mein Kleiner. Nicht, dass es mich stört, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Ich kriege alles von dir. Das wollte ich einfach hier mal gesagt haben. Lust auf eine Rocket League-Spiel, also Lust auf Rocket League zu spielen, klar habe ich. Aber nicht, wenn meine Freundin da ist und ich noch meine Tochter dabei habe, ne? Es kommt nicht gerade cool an, ne? Als Vater direkt mal scheiß drauf aufs Kind und geht mal spielen, ne? Republic kann ich euch zeigen. Ich kann Baphomet Fluch 5, der Sündenfall zeigen. The Last of Us endlich mit neuem Content. Also 1080p kann ich euch liefern. Elder Scrolls Online habe ich mir gegönnt. Ich kann euch sogar Dark Souls in einer noch besseren Quali liefern. Far Cry Primal kann ich euch endlich liefern. Obwohl ich schon durch bin. Ich kann euch das noch gerade mal kurz zeigen, Leute. Wir gehen hier mal kurz rein. Ich bin durch, komplett mit diesem fucking Spiel. Jeder, der das noch nicht hat, der sollte es dringend mal durchspielen. Ich finde es so over 9000 geil. Vor allen Dingen, wenn man dann ziemlich stark geworden ist. Vor dem Spielen lesen, Warnung, aha. Wir brauchen keine Warnung, auf jeden Fall. Ihr habt es indirekt schon gesehen, die ersten drei Teile oder so von mir, für euch. Hab dann ab den Punkt weiter bei mir gemacht, ist mir egal gewesen, da eben ich auf den Splitter gewartet habe. Endlich ist er da und dann kann ich hier auf neues Spiel klicken. Ja, leider gibt es nur ein kleines Problem, dass man nur ein neues Spiel machen kann. Hier, wenn ich hier auf neues Spiel gehe, überlebender Modus bekomme ich hier permanent, garantiert nicht, ne? Fortsetzen gehe ich lieber. Dann zeige ich euch mal die schöne Karte hier mal. Ich weiß, es ist so random, aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Wenn ich es schon mal noch kann, so. Lalala. Das muss verewigt werden, Leute. Ne? Also, machst du mal? Lagerfeuer, bla bla. Ich weiß. Du kleiner Hundebock. Mach mal. Mach. Aber was wartet ihr? Auf die nächste Reise oder wie? Guckt euch das an. Hier ist das Final Ende. Dann kann man hier nur noch durch. Und ja. Man könnte hier mal runterspringen, aber es bringt euch nichts. Was ich hier mal früher gemacht habe, ich weiß jetzt nicht, ob es geht. So bin ich runtergegangen. Ja. Yeah! Nein. Allerdings bin ich diesmal gestorben. Naja. Wenn man sich nämlich genau an der Wand runter, wie soll ich sagen, sliden lässt, kann man das überleben. Nur so nebenbei. Habe ich manchmal und zu oft gemacht. Ich habe jetzt natürlich länger nicht mehr gespielt. Wo sind wir hier gelandet? Irgendwo unten auf jeden Fall. Die Karte kann ich euch hier auch noch zeigen. Das sind meine Upgrades. Habe nur noch zwei übrig hier, die man einsetzen könnte. Das hier ist sehr wichtig. Reite mehr Bestien, nachdem du sie gezähmt hast. Säbelzahntiger und Blutfangsäbelzahn. Braunbär, es gilt die Mammutreitersteuerung. Okay. Man kann sogar auf einem kleinen fucking Mammut reiten. Aber alles zu seiner Zeit. Ich muss mir mal unseren Säbelzahntiger holen. Hi. Mein Friend. Hallo. Friend. Pfeifen hier. Komm mal her. Hi, Sebi. Mein Säbelzahntiger. Komm, steigen wir mal auf. Reiten. Oh yeah, guckt euch das an.
Wo gab's denn sowas, Leute? Ich glaube, in keinem Game der Welt. Und dann, wenn ihr absteigen wollt, könnt ihr einfach nur so machen. Und dann könnt ihr ihn zu euch noch kommen lassen. Guckt euch das an. Streicheln. Nö, ich wollte ihn streicheln. Nicht draufsitzen. Bist du doof? Zeig mal. Zeig unseren Leuten, wie du aussiehst. Von vorne. Von vorne. Nicht reiten. Streicheln. Streicheln. So. Guckt euch den süßen... Jö. Mann, ist der geil. Hey, ohne Witz, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe das Ding gefeiert. Ey. Und guckt euch das an. Ich habe hier eigentlich alles gemacht. Klar, hier gibt es noch die Venya helfen, bla bla bla. Aber das habe ich mir für euch aufgehoben. Die kleinen einzelnen speziellen Missionen habe ich mir für euch aufgehoben. Damit wir sie zusammen machen können, ne? Und endlich kann ich euch mal auch zeigen, hier hinten, wie es so bei mir abläuft. Also was auch hier an Trophies bei mir stehen. Hier, Dark Souls 3 habe ich nicht viele Dingens, Kirchens gemacht. Hier, Verstärkung zur mächtigen Waffe. Eine Waffe bis zur höchsten Stufe verstärken. Okay. Meister der Durchwirkung. Alle Formen der Durchwirkung durchführen. Meister der Zauber. Okay, das habe ich noch gar nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Der Eikrieger des Sonnenlichts entdecken. Krieger des Sonnenlichts, okay. Sehr cool. Ludex Gindir haben wir besiegt. Fort der Nordwindtal, den haben wir zusammen gesehen. Und ich habe ihn auch mit euch fast erledigt. Wegen einem einzigen Hit, aber ich habe ihn danach schon gekillt. Nur keine Sorge. Fluch, verderbtes Großholz. Das ist das nächste Vieh. Schade hat es da kein Foto, außer so eins. Oben links, das ist ein riesen Pflanzenvieh, das aussieht, als hätte man, als hätte es außen Eierstöcke, ne? Und die muss man töten. Das ist das einzige Prinzip, wie man das killen kann. Ihr könnt am Bein so viel draufschlagen, wie ihr wollt, aber wenn ihr ihre Eier killt, dann ist sie tot. Dann ist sie unwiderruflich so schnell tot, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Entfachen, zum ersten Mal ein Leuchtfeuer entzünden, zum ersten Mal ein Träger der Glut werden. Umarmung der Flamme, okay. Ey, ich liebe es. Und vor allem, jetzt kommt dann The Witcher noch ein wenig. Auf jeden Fall. Und The Last of Us mit geilem, wie soll ich sagen, wieder Sprachgedöns. Ich konnte es euch nie so zeigen. Ey, ich schwöre, ich bin so gespannt, Leute. Wie The Last of Us Remastered jetzt klingt, wenn Ellie spricht. Denn bis jetzt hat man die nie mehr gehört, wenn man zu weit weggegangen ist. Jetzt kann ich das endlich nachholen und besser machen, ne? In diesem Sinne. Und ich habe sogar das alte Spiel Grand Theft Auto San Andreas runtergeladen, weil man einfach cheaten kann, wie auch immer. Fallout 4 habe ich dabei. Und hier seid eben ihr gefragt. Was möchtet ihr sehen? Battle Islands, ein paar Folgen. Ich hätte sogar Battlefield Hardline, Battlefield 4. Ich hätte Beyond Two Souls eben immer noch. Das kann ich alles wieder runterladen. Darksiders 2 habe ich gelöscht für eine kurze Weile. Da ich nicht gedacht habe, dass es so schnell der Splitter kommt. DC Universe Online, auch eine feine Sache, Leute. Deadpool haben wir durchgezockt. Destiny, Destiny ist nicht so mein Fall, aber würde ich mit euch zocken, denn alleine komme ich sowieso nie weiter. Ich bin zwar kein unskilliger Junge, aber ich komme einfach nicht nach bei diesem Spiel, auch wenn es auf Deutsch ist. Devil May Cry 4, Special Edition, das ist auch schon durch. Digimon Story Cyber Sloth kann ich endlich auch besser bringen. Dragon Age Inquisition, die kann ich endlich auch mit geilem Sound bringen. Ich kann wieder runterladen, ja. Doom werde ich nicht mehr bringen. Aus dem einfachen Grunde, weil es online war und bla bla. Man hatte nur von einer gewissen Zeit, dazu war man dazu in der Lage, die Demo zu spielen. Ich kam nicht dazu, wegen Arbeit und so. Das war ziemlich scheiße, aber hey. Das habe ich einmal so runtergeladen, Game of Thrones, da habe ich nicht alle Teile von. Könnte ich mir aber später mal ziehen.
Ich habe hier ein Add-on. Ich glaube, das ist Heaven's Ward, oder? Ja. Hier haben wir Heavy Rain natürlich noch, der Hitman, Infamous First Light. Alles seiner Zeit, aber ihr dürft jetzt auswählen, was wir als nächstes spielen werden. Just Cause ist das Einzige, was wir nicht machen werden. Das könnt ihr euch aus der Birne schlagen. Das ist genauso unlog, also unnütz, wie irgendwie einfach auf der Karte rumrennen und ballern, Leute. Also deswegen will ich eigentlich auch Dark Souls 3 nicht let's playen, weil es einfach keine Story hat, Leute. Wo hat es Stories? Wo? Just Cause 3 hat halbwegs Story, ja, aber erst wenn man die Gebiete eingenommen hat und man weitermachen kann, ne? Alles andere geht kaum. Storm 4 bin ich durch. Ich weiß, ich hätte das DLC noch machen sollen, bla bla. Nö. DLC ist scheiße, von daher alles dasselbe machen wir nicht. Metro 2033, Red X. Mittelerde, Mord aus Schatten habe ich auch, falls es einen interessiert. Alle Add-ons dazu. Ich wollte eben nur warten, bis es sich eine Gelegenheit ergibt. Und das ist jetzt eine Gelegenheit mit dem Splitter. Paragon, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber das könnte ich auch zocken. Resident Evil Zero oder auch Null genannt. Nö, kein Interesse dran. Also die, die ich jetzt auf jeden Fall kein Interesse habe, sage ich euch jetzt schon. Smite, das würde ich auch gerne zocken mit euch. Das ist so ein League of Legends-Verschnitt, nur dass man selbst den Charakter steuern kann. Ja, klar, kann man ja auch, aber einfach, wisst ihr, Personality. Ihr könnt, ich könnte es eigentlich mal kurz zeigen. Wenn ich es noch abgeloadet habe, nö, habe ich leider nicht. Hallo? Alle? Ich könnte das kurz mal gucken, ob ich das runterladen kann. So schnell, Omodo. Smith, bist du das? Hier. Laden. Weil das könnte ich echt mit euch zocken, Leute. Schade gibt es keinen Trailer. Trailer wäre jetzt gar nicht mal so unfair gewesen. Ey, wir sind schon 12 Minuten am Labern. Und ich glaube, es ist das erste Mal, was ich so lange laber. Yu-Gi-Oh! Kann ich euch auch endlich wiederbringen. Endlich mit besserem Soundquality und alles drum und dran. Watch Dogs könnte ich auch bringen, wenn ich möchte. Warframe habe ich auch schon gespielt, ist auch ein nices Spiel. Nathan Drake Kollektion habe ich jetzt alles gelöscht. Uncharted 4 Mehrspieler habe ich zwar angezockt, aber nicht so gezeigt, weil ich es einfach Schrott finde, den Multiplayer. Genauso wie bei Mass Effect 1 und 2 oder bei anderen Assassin's Creed Spielen, die kann ich gar nicht ab. Tomb Raider haben wir durch. Thief, das kann ich euch jetzt auch zeigen. Mit der Game Capture HD. Und zwar das ganze Let's Play. The Legend of Korra kann ich euch zeigen. Sword Art Online Ryu Hollow Fragment kann ich euch zeigen. Und natürlich sein Rancagua Festival. Mehr von den ganzen Scheiß, wenn ihr natürlich wollt, Leute. Ich kann euch nicht dazu irgendwas überreden, wenn ihr das nicht selbst wollt, ne? Und jetzt sollten wir hier noch 3 Minuten hier irgendwas machen, oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Smite 91, aha. Wenn ihr meint, nicht mein Profi, nicht mein Problem. Ihr habt wieder mal gestern gespeicherte Daten, DLC-Daten, aha. Nicht gerade mein Problem jetzt im Moment, ich habe ein anderes. Denn ich werde hier noch das hier kaufen, aber ich kann es zurzeit nicht. Warum Final Fantasy Ding nicht geht, Mastercard, wie ihr seht, muss ich hier Geld hinzufügen. Außer jetzt funktioniert's. Nö, es möchte nicht. Ratchet und Clank finde ich ein Scheiß, eine Scheiß Abkupferung von Sly Cooper. Wenn ihr es nicht kennt, gebt Band of Tithes ein und Sly. Gebt einfach nur Band of Tithes ein. Und wie man Thief schreibt, wisst ihr alle, glaube ich. Außer die Kleinen, die können einfach nur THIEF eingeben. Oder hier Tithes End. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Was das hier alles wieder für Games sind, keine Ahnung. Hier seht ihr mal, was so alles als Neues rauskommt.
Heute kam eben das hier raus. Ratchet & Clank für 34 Schweizer Franken oder vielleicht auch 40 Euro, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel ihr zahlt, vielleicht auch nur 20, keine Ahnung. Aber ich denke eigentlich ist der Euro wert und der Franken wert praktisch dasselbe geworden, leider. Früher ging ich eben noch eher auf Deutschland wegen billigerem Kram einzukaufen. Heutzutage rendiert es nicht, sowas zu machen. Ich habe mir die Thieves and Deluxe Edition angeschafft in diesem Sinne. Screenshots werde ich mir auf jeden Fall hier mit euch jetzt noch geben, da ich einfach geil finde, wie Nathan Drake in die Jahre gekommen ist. Ist das unsere Lady? Mann, sieht die heiß aus, wenn das wirklich unsere Bella ist. Heilige Mutter Maria. Wollen wir ein Video gucken? Ich weiß nicht, die habt ihr sicher schon gesehen. Wenn nicht, seid ihr selber schuld. Vor allem Ding, wenn ihr sowas selbst habt. Und sonst guckt einfach im Internet nach. Wozu? Wenn ihr das hier gucken könnt von mir, dann könnt ihr jedes einzelne x-beliebige Video auch gucken. Ich bitte euch. Republic. Kann ich auch nur empfehlen. Dabei gilt es hier auszubrechen. Hier. In diesem Raum war ich schon. Ich habe schon die ersten paar Folgen aufgenommen. Hab sie aber wieder gelöscht, weil einfach die Stimme so hässlich verzerrt war wegen meiner Wenigkeit und übrigens eben auch wegen meinem Headset damals. Jetzt geht alles, Leute. So, Smite, bist du runtergeladen? Nö, noch lange nicht. Und so lange will der wohl nicht gehen, ne? Ist ja typisch. Ist ja typisch. Wisst ihr was? Dann nehme ich euch mit in diesem Infovideo. Ich weiß, ist so random, Leute. Es ist so random, dass ich jetzt hier anfange zu zocken. Nicht lange, Leute, nicht lange. Ich will euch nur zeigen, wo ich jetzt so bin und ja. Und ein bisschen um zu quatschen. Ne? Wenn ihr irgendwelche bestimmte Fragen habt, dann stellt sie in die Kommentare, aber bitte so, dass man merkt, dass es eben für die Spiele, also für Ingame gemacht ist. Macht es von mir aus so lange wie möglich und nicht nur eine Frage, denn eine Frage ist meistens schnell beantwortet. Und ja. Seht ihr, hier sind wir schon. Unsere Eiskönigin. Allerdings ist die Eiskönigin hier völlig fail am Platze. Wir werden hier ausrüsten. Hallo? Wir nehmen das hier. Wir haben es auch schon verbessert. Wir nehmen dann noch hier die nächste Klinge und das Ding hier. Weil ich glaube, das ist zum Auswechseln gedacht, oder? Ja. Wollte gerade sagen. Aha. So geht das also. Lalalala, so kann man also wie ein Mongo rumstehen. Los. Ach ja, ich habe da letztens noch was vergessen. Hier geht's irgendwo hoch. Wie renne ich schon wieder? Nee, nicht dieses hoch, meinte ich. Da ist nur die Dinge, die man erst ganz am Ende braucht des Spiels. Anders geht's gerade nicht, ne? Hallöle! Ich bin hier und guckt euch jetzt mal den Lebensbalken an gegen Anfang. Und ich habe da nicht viel gemacht, Leute. Echt nicht. Ist nur schade, dass ich schon wieder irgendwie 20.000 liegen lassen habe. Ja, beim letzten Boss da, bei dem, wo ich gerade vorhin gezeigt habe. Aha. Hier hoch. Also machen wir das. Ist hier irgendwie ein Schlüssel, den wir nehmen können? Hallo? Ja, genau da möchte ich hin. Nein! Ich möchte hier rennen. Ah! Du dreckiger Hundesohn. So. Ah, warum ist es... Warum ist dann da oben etwas, Leute? Wenn man hier nicht hochspringen kann. Warum ist da was?
Wer zur Hölle hat das dort oben hin programmiert? Wollt ihr mir sagen, es gibt irgendwo einen versteckten Ausweg dort hoch? Das sieht auch aus wie der letzte Honk. Hallo? Kann man hier runter? Ja, ist egal. Eingravierter Text lesen. Der heilige Könige Lordric, letzte Hoffnung seiner Linie. Reden? Wer bist denn du? Unkindled, are we? Ein Unentfachter? The trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Geborstene Rotraugeapfel. Nutzt es hier, um euch vor der Glut zu nähern und kurzzeitig eure Stärke zu erhöhen. Wo sonst ist... Aha. Okay. Dankeschön. Ludlet der Verbannte. Aha. Yo, ich weiß, was da hier die Aufgabe ist. Es gibt hier eine direkte Story. Allerdings ist die rein technisch versteckt, ne? Und Totenknochensplitter verbringen. Was? Und Toten verbrennen? Ja, von mir aus. Und jetzt? Scheinbar ist nichts Interessantes passiert, ne? Senkengrube! Hier drinne war der letzte Bossfight und das zeige ich euch jetzt mal. Nicht den Bossfight an sich, sondern wo wir hier denn so sind, ne? Yo, dieser Wunderempfang. Wir sollten hier irgend noch was hier hinstellen. An Opferaltar treten. Bande der Wirbelsäule darbieten. Bande im Inventar nicht vorhanden. Das weiß ich auch. Aber hier gibt es sonst nichts. Irgendwie einzustecken, damit man dann das finden könnte oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wo das zu finden ist, dann bitte, Leute. Sagt es mir. Wir gehen hier in dieses Land, was hier gar nicht so... erkundet hat mit mir, da ich ja das nicht gezeigt habe und so. Aber ich denke, so für den ersten Part hier reicht es als Infovideo. Ich weiß, das kann man schon nicht mehr als Infovideo angucken, aber leider. Ich werde jetzt so ein paar Infovideos und mehr eintragen. Guckt euch das an. Und Totensiedlung. Hallöle! Ihr denkt jetzt vielleicht, what the fuck? Riesenratte im Anstart! Wisst ihr, was ich da mache? Geronimo! Nein! Nein! Nicht einfach so runter, bist du doof! Spring hier runter! Hier ist egal! Ha! Seht ihr das? Wie einfach die liegen! Ist das heftig! Hallo, ihr kleinen Ratipus! Na! Das fand ich jetzt nicht supi! Aber nur einmal getroffen, das reicht auch völlig! Estus Flakon plus 1, aha. Was habe ich denn hier sonst noch? Ja, ist egal. Ich habe zwar immer nur noch 3 Sachen hier, aber läuft auf jeden Fall. Hi. Was willst du denn? Geh liegen. Jetzt kommt der mit der Gartenhacke. Nö. Nö. Du hältst deine Gartenhacke davor ab, hier mich zu killen, ne? Was soll das denn? Kleine Titanscherbe, yeah. Nö. Irgendwie? Nö. Zuerst dich killen. Nur ist die Frage, kann ich dich killen? Bin ich so ein abgebrühter Motherfucker? Ich weiß, dass ich gegen dich schon ein paar Mal verloren habe. Und ich weiß, dass ich es wieder tun werde, wahrscheinlich. Ne? Nein! Nein! Ich hab für nichts so ein Ding genommen! Bist du dumm? Ist okay! Und dann beschmeißt sie mich wieder mit sowas. Ist okay, Leute! Ihr könnt mir einfach sagen, wenn ihr mich umbringen möchtet. Aber ich hab eine gute Idee. Das läuft. Ihr dürft wirklich nicht auf das Viereck kommen, ne? Dann könnt ihr das überleben. Na! Haha! Haha! Gesterben! Dreckiger Hundesohn. Und jetzt komme ich von oben runter und kille dich. Ja! Nein!
Na, das tut doch weh. Ja, wir haben es gekillt, Leute. Wir haben ihn gekillt. Oh, 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 Geronimo. Wisst ihr, wie gefährlich dieses Vieh ist? Vor allem zu Anfang, Leute. Versucht selbst mal. Dann sterbt ihr innerhalb von Sekunden, Leute. Hier drinnen. Man kommt von der anderen Seite her, natürlich. Nur so am Rande. Aber dann landet man am Schluss hier unten, ne? Da unten ist das Lichtfeuer. Hier kämpft man am Anfang mit ziemlichen Vollpfosten. Kommt dann eben von dieser Seite hierher. Fand ich noch lustig. Hier. Was? Dort hat's noch was? Was zur Hölle? Ich weiß, dass wir hier beschossen werden, nur so zur Info. Nö, 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 nö. Ne. Sehe ich ja nicht ein. Nein, sehe ich definitiv nicht ein. Sehe ich definitiv nicht ein. Nö, 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 nö. Wie komme ich da drüber? Kommst du hoch? Ich nehme mir da noch mal, ich gönne mir noch was. Auch wenn ich nur noch eins habe danach. Immerhin, ihr seid sowieso nichts, was mich hier sonderlich aufhalten würde. So, das geht dann, ne? Großsense, okay. Nee. Hier, friss. Nee, geh weg. Das sehe ich nicht ein. Und bei euch sehe ich auch nichts ein. Ich bin da mal weg. Nichts Nachricht lesen. Ich übernehme eher den hier. Jetzt kommt plötzlich keine... Ah, doch. Ja, nicht. In diese scheiß Pfeile hier geraten, denn die schießen sowas hier. Nö, nö, nö. Bist du krank? Nö. Au. Au. Au, 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 au. Das ist doch Blutungsschaden. Ne? Nein. Bist du doof? Mann, du Grünschnabel, hast mir jetzt das letzte Elixier geklaut. Ha. Die sind einfach Hammer, muss ich schon gestehen. Und jetzt sind wir wieder hier, glaube ich. Praktisch, wir haben jetzt einen Rundgang gemacht. Nur ist die Frage, wo müssen wir jetzt noch hin? Irgendwie kann ich mich da gerade gar nicht erinnern. Ach so, ja. Hallöle. Ich bin ja nicht so der, der aus dem heiteren Himmel kommt. Aber der schon, ne? Halleluja. Ich muss da mal wieder weg. Nein! Nein! Geht weg! Nein! Wo bin ich hier gelandet? Guck da mal, wo du hier gelandet bist. Nein! Was? Was? Nein! Nein! Geht weg! Geht einfach weg, Leute! Nein! 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 Ich bin tot, Leute! Ich bin tot, Leute! Ja, aber zum Glück weiß ich, wo ich da bin, Leute! Echt kein Thema! Das kann ich euch jetzt auch gerade noch zeigen. Ah, denn meine Seelen möchte ich dann schon abholen. Allerdings ist das ein wenig gewagt. Allerdings. Leute, Leute, Leute. Guckt euch das jetzt an. Ich mach's auf die altmodische Weise. Siedlung. Reisen. Hierhin. Und Totensiedlung. Komm mal her. Ja? Komm mal her. Keine Sorge. Meine Seelen sind gleich wieder an meiner Seite. Aber nun gut, ich habe auch keine Flakons mehr gehabt, um mich zu healen. Healing for the feeling, sonst geht da gar nichts. Und wie gefällt euch diese Informationsvideo von 30 Minuten, Leute? Und ein bisschen Vorzeigevideo. So, hier geht's weiter, Leute. Hallöle, habt ihr mich vermisst? Nö. Ja, ist okay. Du hast mich gleich so vermisst, dass du mir diesen Scheiß in den Arsch stecken musst. So, das schneiden wir hier ab.
Ach so, da waren wir. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Das werden wir gleich haben. Hier fällt einer runter. Genau, eins, zwei. Fertig. Ich weiß, meine Waffe ist ein bisschen Schrott gegangen, aber egal. Brauchen wir nicht. Hier ist ein solcher Vollhorst. Und da ist noch so ein Horsti. Und da fällt gleich einer noch runter. Genau. Nein! Nein! Das war zu früh. Arschloch. Arschloch. So. Und jetzt kommen wir zum anderen Aspekt. Wenn die hier habe ich noch nie gekillt. Die habe ich einfach stehen lassen. Ich weiß, vielleicht gibt es dort noch was. Aber hier geht es dann weiter zum richtigen Punkt. Allerdings, wenn ihr noch speichern wollt, müsst ihr hier lang. Hallöle. Was bist du jetzt? Bist du doof? Ja, ich glaube, du bist doof. Nö? Nö. Nein. So, hier habe ich eine Türe aufgemacht, das weiß ich. Weil ich einfach der King bin hier. Hier unten würde es durchgehen, keine Ahnung. Ja, auf dieser Seite. Ne? Dann kommt die hier hin. Dann habt ihr hier auf jeden Fall mehr. Ah, guckt euch, da sind wir schon. Tada! Meine Seelen habe ich schon wieder. Und diesmal kill ich euch direkt. Ha, ha, ha. Nein, nein, nein. Easy Frozen on the Rosen oder so. Ha, ha. Keiner killt mich hier mehr zurzeit. Aber auf jeden Fall nicht so. Hi. Und du? Was siehst du da? Hast du da Ausschau gehalten? Abfall. Was will ich mit Abfall? Seid ihr Banane? Ja, dann habt ihr ziemlich hier einen Arschtritt hier. Denn hier könnt ihr nur runterfallen. Ha. Mehr auch nicht. Und dann hier ganz gemütlich hier durchrennen. Guckt euch dieses Vieh an. Ah, nee. Ihr müsst nur dahin gehen. Nein, das hat euch schon wehgetan. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man sich den nähert, außer durchzulaufen, ohne dass die einem gleich was antun. Ne? Also, ich bin auf jeden Fall nur froh, komme ich hier einfach so durch. Nee, nee, nee. Lasst es doch einfach mal bitte stecken. Nein! Nein! Aha! Nein, nein! Ich bin nicht blöd. Kann ich das nochmal machen? Na, lass mich diesmal, du Kettensägen-Freak. Ja, hier unten durch, okay. Peitsche, okay. Ah, nein! Nein! Den habe ich nicht kommen sehen! Okay, nochmal die letzte Heilung. Ah, nein, 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 nein. Ich hoffe, ich finde nur den richtigen Weg. Nein! Lass mich doch, du Arschgesicht. Arsch mit Ohren, ey. Aha. Als ich da das erste Mal war, wusste ich gerade nicht mehr, wie weiter. Aber ich hoffe, das passt jetzt auf jeden Fall. Was? Ich bin bei dem oben? Bist du Banane? Was will ich bei dem oben? Das wusste ich so gar nicht. Okay. Dann weiß ich das jetzt, dass ich zu ihm oben hoch kann. Werde ich bei Gelegenheit auch tun, aber nicht jetzt, wenn ich stärker bin. dann hier wieder hin. Und dann nach hinten gehen. Direkt an den Speicherpunkt und die Idioten sein lassen, ne? Also. Mein Gebiet sieht nämlich jetzt wie folgt aus, das möchte ich euch auch noch zeigen. Daran habt ihr euch danach mit sowas zu beschäftigen. Natürlich bin ich jetzt wieder voll over the top. Wie kann das nicht anders sein? Muss so sein, Leute, ne? Und da ja die Elgato jetzt wieder voll on the road ist, entschuldigt mich bitte, wenn morgen kein Mass Effect oder ja, kein Assassin's Creed kommt. Also, ja. Eins von beiden wird morgen nicht kommen, glaube ich.
weil es mir eigentlich einfach schlichtweg vom Hochladen nicht reicht, denn ja, läuft bei mir, ne? Hier habe ich den letzten Horst besiegt, ist doch so ein Eis-Fetischist. Der kommt mit Eisattacken und friert euch ein. Also, deckt euch gut ein. Und seid auf der Hut. Das sind die Dark Angels hier, wie ich sie genannt habe. Mit Federn. Aber die können hier gar nichts reißen. Die sind einfach nur da, um zur Zierde, damit sie sterben dürfen. Mehr dürfen die hier auch nicht. Ach, komm schon. Aha. Nee, nee. Also Damage machen kannst du ja, aber mehr als zur Zierde stehst du eigentlich nicht da. Aber was ist da oben? Hab ich hier was liegen lassen? Nö. Hallöle. Hier sind noch zwei Klabautermänner. Ja, und was für Klabautermänner. Na, du bleibst trotzdem liegen. Ihr braucht ziemlich viel Ausdauer, aber es ist auch egal. Hauptsache, ihr kommt weiter. Oh, da kommt der nächste Piepmatz. Angedackelt. Möchte auf die Fresse und kriegt er auch. Ja. Ich weiß, was du übst hier. Ne? 1, 2, 3. 4, komm! 4! Ja, der Ältesten der Raben oder was es auch immer darstellen soll, haben wir gekillt. Ja, so sieht's aus. Aber ich möchte nicht hier hin. Weil ich einfach Angst habe, dass ich hier nicht mehr hochkomme, ne? Denn ich sehe hier absolut keinen Weg für hoch. Wieder. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle allerdings das LP sein lassen, ne? Also das LP. Die Vorstellungsrunde hier. Dass ich endlich alles so aufnehmen kann, wie ich möchte und nicht nur eine halbe und nicht nur irgendwie 15 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ich kann euch von mir aus 2 Stunden liefern, wenn ich drauf Bock habe. Endlich. So läuft es. Ja, hier geht es durch zum Dingensbumsen, Kirchenstar, Lagerfeuer, Lied. Ich singe ein Lagerfeuer, Lied. Oh yeah. Ja, aber damit verlasse ich es auch schon wieder. Hier, mit der guten Steuerung hier. Ah, Spiel verlassen, yo. Das kann ich dann hier so zumachen. Ja, das ist leider noch nicht runtergeladen. Schade. Dann zeige ich es euch einfach mal so, wenn ich gerade mal fertig bin mit einer Mission und ich euch sonst noch irgendwie was zeigen möchte, ne? Auf jeden Fall läuft es bei uns. Tiddle!